Ja, gute Morgen und herzlich willkommen hier in Darmstadt. Klassikerfrage für dich als erstes. Warum hast du dich für Darmstadt 98 entschieden? Ja, einfach weil ich gute Gespräche hatte mit den Verantwortlichen, mit Dimo Wache allen voran und mit Carsten Wehmann. Und da ist einfach ja, Vertrauen rübergekommen, dass ich hier den nächsten Schritt machen kann, den ich auch machen wollte. Und der war nun mal Liga 2. Und ich denke, Darmstadt passt auch gut zu mir. Was sind denn deine Ziele hier bei den Ligen? Erstmal will ich mich natürlich schnell integrieren in der Mannschaft, im Umfeld, in der Stadt und dann ja natürlich direkt am Anfang der Saison Vollgas geben und dann auch im Tor stehen. Dass wir mit dir hier einen Torhüter vor der Kamera sitzen haben, ist gar nicht mal so selbstverständlich. Du hast in der Jugend lange auch im Feld gespielt. Wie kam es dazu, dass du jetzt Torhüter geworden bist? Ja, genau. Also früher in der Jugend, da habe ich eigentlich alles mal gespielt. Feldspieler, Torhüter und ja, irgendwann hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert, dass Torhüter auch ganz gut zu mir passt und dann ja in der Kreisauswahl musste man sich dann irgendwann entscheiden und da habe ich mich dann für den Torwart entschieden und seit da war ich dann eigentlich auch fester Bestandteil im Tor. Wie würdest du dein Torwartspiel beschreiben? Auf was für einen Keeper dürfen sich die Dien-Fans freuen? Also ich würde mich jetzt mal als recht modernen Torwart beschreiben, habe die letzten Jahre immer viel im Spielaufbau mitgespielt und ja, habe einfach alle Bereiche ausgefüllt und ja, von daher würde ich mich auch hier gern wieder ins Spiel einbringen. Als die Magdeburger deinen Abgang bekannt gegeben haben, hat man kaum negative Kommentare gelesen oder gehört. Vielmehr waren die Magdeburger dankbar für deine Zeit und haben dich beglückwünscht zu deinem Wechsel. Das zeugt ja A von deinen unbestrittenen guten Leistungen dort und B auch von einem guten Charakter, oder wie siehst du das? Ja, also es war einfach für mich eine super Zeit in Magdeburg. Es hat einfach von Anfang an hat es einfach gepasst. Ich konnte da meinen nächsten Schritt machen, so wie ich es auch hier machen will. Und ja, da konnte ich einfach meine Leistungen abrufen und hatte auch immer eine gute Beziehung so zu den Fans, zum Umfeld. Also das hat einfach super gepasst und würde ich mir wünschen, dass es hier dann genauso klappt. Mit Baris Artig und Sören Bertram hattest du zwei ehemalige Darmstädter im Magdeburger Kader. Hast du mit ihnen über die Linien gesprochen? Ja, genau. Wir haben auch über Darmstadt und die Linien gesprochen. Ich habe nur Positives von den beiden gehört. Also es ist ein super Verein und auch ein gutes Umfeld, tolle Unterstützung. Und deswegen ist mir die Entscheidung auch leicht gefallen. Wen kennst du denn bereits von deinen neuen Teamkollegen hier? Mit Frankie Ronstadt habe ich in Hamburg zusammengespielt und auch mit Patrick Pfeiffer. Also die beiden kenne ich noch aus Hamburger Zeiten. Gegen Darmstadt hast du jetzt erst einmal gespielt. Das war letzte Saison im DFB-Pokal. Erste Runde nach 0:2 Führung hat Darmstadt noch 3:2 gewonnen. Welche Erinnerung hast du an das Spiel? Ich glaube, da war auch ein nicht ganz so schlechtes Tor von Tobias Kempe dabei. Ja, genau. Da habe ich eine schöne Rakete von ihm bekommen. Also ja, es war ein super Spiel aus Magdeburger Sicht damals noch. 2:0 zur Halbzeit geführt. Aber dann ja, hat Darmstadt aufgedreht und dann in der Verlängerung, denke ich, auch verdient gewonnen. Also es war bis dahin ein ausgeglichenes Spiel, aber am Ende hat sich dann doch, glaube ich, auch die Klasse gezeigt. Das war auch eines der wenigen Spiele, wo Zuschauer dabei waren. Wie sehr fieberst du jetzt in der neuen Saison darauf hin, entweder Fans im Stadion erleben zu dürfen, gerade hier in Bölle? Ja, ich hoffe natürlich, dass es schnell wieder losgeht mit den Öffnungen im Stadion und dass so viele Fans wie möglich kommen können. Ich freue mich, das hier alles kennenzulernen und bin gespannt, wie es dann ist. Sehr gut, dann danke für das Gespräch morgen. Ja, gerne.